Hallo oder Salve oder Salvete? Ja, denn wir befinden uns ja noch im Jahr 33 nach Christus, wenn ich mich nicht richtig irre, der Physik. Ja, und willkommen zu, na komm, fängt ja schon mal gut an. Ah, stimmt, hier waren wir doch schon mal. Und willkommen zu Jericho. Wisst ihr, mit Videospielen ist es irgend so eine Sache. Ach ja, übrigens, diese Aufnahme wird nur 15 Minuten gehen und es ist ohne Eike. Das ist also quasi ein Highlight oder ein Lowlight, je nachdem, wie ihr es sieht. Es kann ja sein, dass ihr irgendwie Fans seid davon, von unseren LPTs sozusagen. So, ach komm, ich nehme einen anderen Charakter. Wen haben wir denn da? Black. Ach. Ja, unsere Scharfschützin, die ist nicht schon wirklich die beste, wenn es darum geht. Was ist das denn? Achso, das sind mehrere Gegner hintereinander. Oder wir. Nein, wir nehmen doch lieber unsere Zeitmanipulatorin, unsere Hackerin. Ist eigentlich sehr praktisch, finde ich. Ja, und diese Folge wird auch nur 15 Minuten gehen, weil eigentlich wollte ich ja schon viel früher anfangen. Weil gestern Abend sind wir wieder sehr spät gekommen. Komm, schluck die Granate. Und eigentlich wollte ich schon um 5, 12 Uhr aufnehmen, aber 4 Stunden Schlaf, das ist einfach so wenig für mich. Ja, man wird halt nicht mehr, man wird halt älter, nicht wahr? Und ja, deswegen musste ich noch ein bisschen schlafen und deswegen wird diese Aufnahme auch nur 15 Minuten lang sein, die kommt dann direkt hoch. Und auch ohne Eike, falls euch das jetzt nicht so sehr stört. Ah, oh, das Monster. Okay. Das kennt man ja schon aus der Mittelalter-Folge. Na? Komm, steig. Ja. Na komm. Seid ihr jetzt alle da oder was? So, jetzt müsste es eigentlich. Na, denke ich. Ich dachte schon. So, jetzt heißt es dann wieder, die Dinger an seinen Hals kaputtballern. Oder Granate. So, na komm. So. Wir können das auch mal. Wir müssen das jetzt wieder alles zerstören. Wisst ihr, mit Videospielen ist es irgendwie so eine Sache. Oder beziehungsweise Horrorspielen. Ich meine, die Story kann noch so gut sein. Wenn das Konzept nicht stimmt, dann ist das ganze Spiel eigentlich schon wieder obsolet oder funktioniert nicht. Ein bestes Beispiel ist ja zum Beispiel Silent Hill, die Serie. Ich meine, die Präsentation und die Grafik stimmt. Ist ja auch eigentlich relativ bekannt. Aber wenn es um die Spielmechanik geht, dann hat das Spiel immer diese Fehler gehabt. Ich glaube, der größte Manko eben bei Silent Hill war eben die Spielmechanik im Sinne von, wenn es um die Kämpfe geht. Wenn es um die Kämpfe geht, ja. Meiner Meinung nach. Dann ist es ja immer, das war es eigentlich in jedem Silent Hill-Film, da ist Silent Hill-Film, Quatsch. In jedem Silent Hill-Teil eigentlich war das Problem der Panzersteuerung. Diese Panzersteuerung war eigentlich, finde ich, den Teil, der, wo ich mir immer dachte. Paradox aktiviert. Na, ist es denn? Ah, da. Da müssen wir drauf ballern. So. Ah, na komm. Aha. Ist ein bisschen unscharf hier. Ein bisschen Abstand hier. So, jetzt haben wir sein Dings kaputt gemacht. Und wir gehen da wieder auf Delgado. Komm, geh kaputt, du Mistvieh. Und eigentlich ist es genau das Ähnliche hier wie bei Jericho. Ich meine, die Story ist doch eigentlich ganz okay. Ich meine, den ganzen Monstern und den Design und so weiter. Aber das beste Design und die beste Idee kann nicht funktionieren, wenn sich das Spiel in dem Fall wie ein Arena-Shooter anfühlt, nicht wahr? Alter, welche Teile müssen wir denn noch kaputt machen hier? Wahrscheinlich das am Hals. Aber wir lassen einfach den Dämon los. Church Zusammenarbeit benötigt? Okay, warten wir nebenbei bei Church. Was meinst du mit Church Zusammenarbeit benötigt? Ach so, ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ach, das ist ja schon wieder so lange her, tut mir leid. Ja, schon wieder ein kleiner Fail. Stimmt, bei dem Boss muss man ja hier ja, die gute alte Quicktime-Event-Action machen.
Und ab mit der Rübe. Ich meine ja nichts dagegen. Ich meine, das Spiel hat ja auch einen Vorteil, dass das Spiel halt so ist, wie es ist. Mit der ganzen, mit, zum Beispiel auch mit dem Aufbau der Schlauch, dieser Schlauchlevels hier, aber. Ja. Dadurch kann eben das Spiel. Naja, dadurch leidet auch das Spielprinzip, finde ich, meiner Meinung nach. Und auch wieder der. Ja, auch der Spielspaß. So, wo wollen wir denn, wo wir es uns jetzt hin haben, Spiel? Ach, natürlich da oben hin. Oder denk zum Beispiel auch mal an. Ah, da kommt. Er hat uns noch nicht bemerkt. Können wir ein bisschen Stealthy machen? Hier, schnippt Granate. Habe ich für euch. Na? Können wir nicht noch eine zweite Granate? So. Yeah! Begrüßt das 21. Jahrhundert! Okay, was war das? Ach, das ist Kann ich dir Absicht. irgendwie helfen? Wie Oh, kann ich ich dir hänge also ein helfen? bisschen ab. Wie ist dein Name? Manus suas imponat et lingua eius dica. Ich glaube, er möchte über Jones mit uns kommunizieren. Woher wissen wir, dass er auf unserer Seite ist? Ja, scheiß drauf. Tu es nicht, Mann. Das geht schon in Ordnung. Falls es allerdings Probleme gibt. Ist erledigt. Helft ihm doch! Nein, wartet. Ihr seid auf der Suche nach dem Erstgeborenen, korrekt? Das ist richtig. Wer bist du? Ich bin Tertius Longinus, der letzte der 7 Prätorianer, die unsere Welt vor dem Zorn des Erstgeborenen schützen sollten. Wollt ihr das Geheimnis der Pyxis ergründen? Ja, sag uns, was du weißt. Versteckt zwischen den Wachen des verderbten Gouverneurs Vicus Cassus wurden wir Zeuge, wie er Alkali in einen Jahrmarkt der Dekadenz und Perversion verwandelte. Also wie das alte Rom. Das Erstgeborene hatte Vicus dazu verleitet, den Spalt zu öffnen. Und während er sich selbst mit frischem Fleisch versorgte, drangen meine Brüder und ich tief in das Herz der Pyxis vor, um das Ritual zur Schließung des Spalts vorzunehmen. Genau das ist es, wonach wir gesucht haben. Der Spalt wurde wieder geöffnet. Sag uns, was wir tun müssen. Seid ihr euch über den Preis im Klaren, den ihr für euer Kommen bezahlen müsst? Das sind... Nein! Schwachsinn! Es muss noch einen anderen Weg geben! Der Kreislauf wird sich so lange fortsetzen, bis das Erstgeborene das besitzt, was sein Schöpfer ihm vorenthalten hat. Das, was für die Menschheit eine Selbstverständlichkeit ist. Freiheit. Freiheit bedeutet lediglich die Abwesenheit von Ketten. Genau wie das Böse die Abwesenheit von Liebe bedeutet. Das verstehe ich nicht. Wenn es nicht Freiheit ist, was will das Erstgeborene denn dann? Wir können ihm nichts geben. Dann wird der Kreislauf sich fortsetzen. Jones, weg da! Lass los! Wie können wir den Kreislauf durchbrechen? Was will das Erstgeborene denn nur? Gottverdammt, tu etwas! Vicus, sucht Vicus! Er allein kann den Spalt öffnen, der in das Herz der Pyxis führt. Jones, unterbrich die Verbindung! Du musst loslassen! Wo? Wo können wir Vicus finden? Er stirbt! Jones, verdammt, lass los! Folget den Wassern! Findet die Wasser und ihr findet den Spalt! Das reicht jetzt! Mach so etwas Dummes nicht noch einmal. Oh, das war noch schlimmer als Ross in meinem Kopf zu haben. Nichts Ich für kann ungut. Hier nirgendwo Wasser entdecken. Was hat er wohl gemeint? Vielleicht ein Aquädukt? Das bezweifle ich. Wenn man hier draußen Wasser findet, dann unterirdisch. In einem Brunnen oder... In einem Bad? Oh nein, es ist das Bad! Nee, das Bad. Oh, sehr böse. Und dann noch an ein extra ausgefallenes Kreuz, damit es nicht, weil es reicht ja nicht nur einfach nur fest Nagel. Nein, man muss auch noch peitschen und schneiden und tiefe Schnitte und mit Dornen. Ja, in der Physik werden Leute gequält bis zum Ende nicht mehr. Ja, die gute alte Methode des, des Kreuzigens. Ja gut, Dekadenz und Perversion, das war ja immer so ein Problem des, naja, zumindest ein späteres Problem des römischen Imperiums. Deswegen ist es wahrscheinlich auch damals so oft... Ah, Salve. Nee, Legion XXV, also 15. Legion 15, okay. Deswegen ist es wahrscheinlich auch zerfallen in Ost und West, beziehungsweise ist untergegangen und wurde öfters überrannt von den Germanen zum Beispiel. Ja. Wer hätte das gedacht, dass es da auch mal Germanen gab auf deren Thron? So, sind die alle schon tot? Muss ich sie nicht noch einmal extra lösen? Ja, nur doch einer. Okay, das sollte eigentlich ein Kopfschuss werden, aber hey. So. Eigentlich mag ich ja unsere Hackerin am liebsten, weil die kann ja die Zeit, wie ihr seht, so Max Payne-mäßig die Zeit manipulieren. Sind Sie das, Sir? Aber, warte mal, ist da noch irgendwo einer, den ich lösen muss? Nein, Quatsch, muss ich nicht.
Aber Problem ist leider, man kann die... Hast du noch mehr? Was? Achso, das war ein Kontrollpunkt. Okay, ich war jetzt kurz verwirrt. Hä? Oh, interessant. Ah, diese romanische Bauweise. Hat ja den Vorteil eben, dass sie Max Payne-mäßig... Das kommt mir bekannt vor. Achso, ja, wir sind ja einfach nur eine Zeit zurück. Was ist was da einer? Ja, wir gehen ja einfach nur in der Zeit zurück, aber es wird ja immer, es bleibt ja immer dieselben Ruinen. Ladenangriff. Komm schon. Sie kann die Zeit manipulieren, aber leider kann man die Fähigkeiten der einzelnen Tiefenmitglieder nicht miteinander kombinieren. Das heißt, ich kann nicht die Zeit einhalten oder das einfrieren. Ups, jetzt habe ich mich selbst gesprengt. Das war doof. Na gut, seine Fähigkeit finde ich eigentlich am langweiligsten. Ich meine, er kann sich zwar nur in Gegner reinversetzen, das ist zwar bei Dresden hier ganz witzig, aber ansonsten ist er eigentlich ziemlich nutzlos, der Charakter. Hey, wir sind hier in der Antike. Los, benutzen wir das Schwert. Dann seid ihr doch dran gewöhnt. Zack. Ja, ja, die gute alte Arena-Shooter-Methodik. Habe ich ja schon zu Anfang des Videos gesagt. Ich denke, das hat das Spiel auch deswegen so kaputt gemacht. Deswegen macht das macht das Spiel euch auch kaputt. Die haben wahrscheinlich gedacht, hey, wir haben Clive Barker bei uns, der macht uns eine voll gruselige Geschichte mit gruseligen, ekligen Monstern. Da haben wir auch den Hellraiser-Bonus dazu. Aber leider haben wir dazu auch Black. Aber leider haben wir nicht so eine Idee, was wir groß mit der Story machen können. Nee, was wir in der Story machen können schon, aber was wir mit dem Spiel machen können. Also machen wir es hier wie so ein Arena-Shooter in Schlauchleveln. Hat zwar ja den Vorteil, dass man sich nicht schnell verlaufen kann, aber sogar von wegen Open World mäßig, aber tja, dadurch wird es dann wenig ihr wisst schon, was ich meine, welches Wort ich meine. Leicht verfehlt. Repetitiv, genau. Pickel auf. Ich bin professionelle Entpicklerin. Oh. Ach, Hautlapper. Warte, die Fähigkeit muss ich jetzt wieder aufladen. Habe ich den jetzt gerade weggeballert? Oh, heiß, Baby, heiß. Oh, wir sind ja fast fertig. Und ich würde sagen, es wäre irgendwie toll, wenn man mit der, zum Beispiel mit der Hackerin jetzt die Zeit einfrieren könnte und dann direkt auf unsere Church, auf unsere Black, unsere Scharfschützen gehen könnte, um dann, bam, so richtig Matrix-mäßig, oh, das war sehr knapp, Matrix-mäßig rumballern zu können, so, links, rechts, Zeitlupe, aber, naja. Munition ist zum Glück nicht so. Zum Glück muss man hier nicht ewig irgendwelche Packen suchen oder sowas. Die wird ja zum Glück immer aufgefüllt. Das haben sie zum Glück gut gemacht. Das war eine gute Idee. Und die Taschenlampe bringt herzlich wenig, weil man sieht, man hat ja nur einen Kegel, einen Sichtradius von gefühlten 5 Metern. Ah, wartet. Wer war nochmal, eine Zeitlupenexpertin? Ah ne, Jones ist der Standardcharakter, genau. So, da ist sie. Eigentlich müsste ich den Namen ja eigentlich schon wissen, aber ja, ich mache ja mit den Aufnahmen immer eine relativ große Pause, müsst ihr wissen. Ist er tot? Ja, er ist tot. Ja, und ich merke es euch, wenn ihr das Spiel auch mal spielt, ihr müsst die Taste gedrückt halten, wenn ihr wollt, dass die Granate auch weit wirft. Weil wenn man einfach nur drauf drückt, dann macht sie einfach nur, schmeißt sie sich direkt vor die Füße. Nicht sehr schlau. Und? Ist doch nicht weiter tragisch. Die wächst ja eh nach. Bo! Tja, mit deinen... Wie hieß das nochmal? Verdammt, ich habe das doch mal aufgeschrieben. Bedrohung aufgeschaltet. Oh Gott, wie hieß nochmal das Schwert bei den Praetorian, dieses Kurzschwert und das Schild? Müssen wir hier durch? Nein, das ist die Levelgrenze wieder. Müssen wahrscheinlich erstmal hier lang, weil es heißt ja immer, da wo die Gegner sind, da muss man hin. Genau. Das habe ich auch damals schmerzlich lernen müssen bei Shadow Man, wo ich die ganze Zeit, wo man nach der dritten, oh, Blut aus dem Maul, das ist immer so. Ist das einer von diesen Köpfen, wo man die Hand reinstecken muss und dann wird sie abgebissen, wenn man ein Lügner ist? Ganz unten. Vorlesen oder nicht vorlesen, ist immer die Frage, nicht wahr? Schon seit 3000 Jahren dauert das Leiden des Territus Longinus an. Ah, den haben wir natürlich gesehen gerade, ja. Und es wird sich ewig fortsetzen, solange er nicht den Erstgeborenen übergeben wird. Um zu Cassus Vicus, den S-Boss,
zu gelangen, muss sich das Team... Er könnte wirklich schneller schreiben. Über die Bäder Zugang zum Zentrum der verdorbenen Stadt verschaffen. Das Kaldarium wartet. Kaldarium, Kaldarium. Verdammt, das hatte ich leider nicht in Latein. Kaldarium, Kalda, Kaldea. Kaldio, Kalies, nein. OST, also die ersten Endungen. Oh. Jetzt sind wir in den Bädern von den Vicus, Caldus Vicus, den, ja. Könnt ihr sehen. Oh. War Kannibalismus eigentlich auch ein Ding im Mittelalter, Mittelalter, im alten antiken Rom? Bestimmt. So nach Motto, wir haben schon alles gefressen, was es gibt und uns eine Feder in den Hals gesteckt. Oh, und alles gefoltert, was zum Völkern geht. Also versuchen wir doch mal was Neues. Ich habe eine Wärmequelle geortet. Und ich habe auch eine Wärmequelle geordnet. Also, Leute, dann zum nächsten Mal von Clive Barker Siricho und dann wieder mit Eike. Also bis dann. Ciao.